herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsrundgang. Wir sind schon alle ganz aufgeregt und wir freuen uns richtig, dass wir jetzt endlich unsere Weihnachtsausstellung eröffnen können und hereinspaziert. Und genau das möchte ich zu euch sagen, hereinspaziert zu uns in unseren kleinen Laden, in unsere Weihnachtsausstellung. Das wird jetzt also ein Ladenrundgang in unserem Weihnachtszimmer. Eine Woche später machen wir nochmal einen Ladenrundgang oder einen Außenrundgang von unserem Außenbereich und von unserem extra Raum, der so ja, nochmal eine ganz andere Stilrichtung hat. Und jetzt kommt einer. Das ist jetzt unser Eingangsbereich. Wir haben da so schöne Rostbäume und wir finden, dass die schon richtig schöne Stimmung machen. Ein richtig schönes Willkommen. Unser Engel sagt natürlich auch grüß Gott. Und rein zu unserem Weihnachtszimmer. Wir haben heuer ganz, ganz viel Werkstücke schon gemacht. Wir wollten eigentlich wirklich erst anfangen mit der Weihnachtsausstellung oder mit dem Rundgang, wenn wir richtig fertig sind, wenn unsere Werkstücke da sind, wenn wir für alle Themen was haben und ihr euch so richtig viel abschauen könnt, beziehungsweise in Stimmung kommen könnt und euch ja, Weihnachten zu euch nach Hause holt. Also, ich muss jetzt mal die Jacken anziehen, weil der Hörner ist warm. Und das ist jetzt so eine Naturecke, wo wir uns gemacht haben. Und da ist jetzt so dieses Braun, das Zimtige, einfach so eine kleine Weihnachtslandschaft. Und eben mit ganz vielen Naturprodukten. Wir machen wir überhaupt jetzt noch mal ein bisschen mehr mit Natur. Wir haben jetzt auch zum Teil noch mal echte Pflanzen mit einer nochmal in unser Programm. Das ich euch aber vielleicht beim nächsten Video zeige, weil wir da vom Außenbereich auch ganz viele Sachen haben, aber auch so viel drinnen, so diese Hauswirtssachen, die wir jetzt auch ganz gut mit einhaben kann. Wir haben auch schon die Adventkränze ganz viele fertig gemacht und das ist jetzt zum Beispiel so einer, der ist jetzt so mit dem Natur, dann die braunen Kerzen, dann goldene Teller drauf, ist zimtig und Gold, das passt natürlich auch ganz schön zusammen. Oder die kleinen, beziehungsweise dann nochmal größeren Behälter, wo man jetzt auch so einfach, wo man wie so Naturprodukte, ein bisschen Eukalyptus ist mit drinnen, getrocknete, ein bisschen Früchte, ein bisschen Zapfen und schon ist eine Weihnachtsstimmung geschaffen. Oder wie jetzt da mit der Etagere, da haben wir jetzt auch einfach groß, ganz große Zapfen drauf, ein paar Holzbäume, ein schönes Windlicht, eine schöne Kugel. Ich finde immer ein bisschen so eine ganz besondere Kugel, das gehört irgendwie dazu. Und das wertet natürlich also ein Gesteck dann auf oder so ein Arrangement. Dann haben wir diese Bäume, die haben wir jetzt noch nicht verziert. Da müssen wir uns jetzt noch mal was einfallen lassen. Aber die sind natürlich ganz schön. Und da kann man jetzt natürlich auch ganz schön einfach verschiedene Kugeln dran machen. Ein paar Vögel drauf sitzen, ein bisschen ein Tannengrün. Und das ist so ein kleiner Ersatz für so einen Tannenbaum, wenn man keinen mehr zu Hause macht. Dann, da ist jetzt so ein Heukranz, den wir gemacht haben. Da haben wir jetzt diese Strohsterne mit eingearbeitet, die Holzbäume, die Christrose, ein kleiner Hirsch. Und das ist halt jetzt wirklich so, da kann man sich so richtig die Natur ins Haus holen. Das ist jetzt auch ein ganz, ganz toller. Da haben wir jetzt so ein bisschen so Hauswurz mit eingemacht und auch nochmal eine Christrosen. Dann auch mit den ja, Jute-Säule, die wir eingearbeitet haben. Das macht jetzt auch richtig eine schöne Naturstimmung und schaut ganz gut aus. Und da habe ich jetzt nochmal ein ganz schönes Teil. Da haben wir die Amaryllis, die wir heuer ganz viel verarbeiten. Wir haben die in drei verschiedenen Größen. In künstlich, aber schauen wirklich wie echt aus. Und das sind jetzt praktisch diese drei Größen. 1, 2, 3.
Die haben wir so mit Gold und dann auch nochmal mit Silber verarbeitet. Sind wunderschön zum Einarbeiten. Und dann habe ich es zum Teil dann auch nochmal so eingearbeitet, dass ich dann nochmal eine Blüte mit reingemacht habe. Und das macht sie natürlich jetzt schon ganz gut und schaut halt wirklich aus, wie wenn so eine echte Amarille ist und so ein Gesteck drin ist. Und natürlich kann man halt das jetzt schon hinstellen und das bleibt halt dann bis Weihnachten so. Man kann das auch später vielleicht einmal auswechseln und einmal eine echte dann zum Schluss mit reinmachen. Aber jetzt ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Und da haben wir jetzt zum Beispiel diese anthrazitfarbenen Kugeln mit reingemacht und auch den Zapfen. Der ist jetzt auch ganz dunkel und so ein künstliches Geäst, das aber jetzt auch wieder super tolle Qualität ist und wie echt ausschaut. Ja, dann haben wir da in dieser Ecke, gehen wir gleich einmal darüber, das ist so wie wenn man draußen, also von der Farbe her, das Dunkle, das Silber, das Geeiste, das ist für mich so wie so richtig Winter. Das gibt so richtig Winterstimmung und da haben wir jetzt so ein ganz ein großes Teil. Das ist jetzt auf so einem Eisenfuß und ein richtiger Korb ist das und da habe ich nochmal einen Korb mit eingearbeitet. Auch wieder die Amaryllis in Gold, dann unseren Moosast, der so ein Musterast und da habe ich jetzt die Amaryllis die Blüte mit reingemacht, ein paar Sterne und eben von der anderen Seite auch nochmal dann dieses Geäst. Da haben wir jetzt auch so ein ganz tolles Geäst, das man jetzt da so einfach runterfallen lassen kann mit diesen Schneebällen. Und das ist jetzt natürlich, das war jetzt auch in einem Eingangsbereich ganz schön oder in einem Wintergarten. Gell? Oder eben auch ganz viele, die wollen jetzt sagen, ich mache mir keinen Tannenbaum nicht mehr, ich möchte ein besonderes großes Teil ins Haus stellen. Und da ist das jetzt natürlich auch ganz toll. Das. Dann haben wir. Ja, diese Bäume, die haben wir jetzt auch mal ganz neu. Die kann man natürlich jetzt auch ganz toll dekorieren. Und die haben jetzt auch Beleuchtung, das ist so eine Batteriebeleuchtung. Und die lassen sie jetzt auch, die haben wir in verschiedenen Größen, also bis zu der Größe, das ist jetzt schon, ja, ich würde jetzt so 1,50 Meter. Und sind jetzt auch ganz schön zum Dekorieren, so einmal auf ein Fensterbrett gestellt und eben mit einer Batterie. Da kann man unten Batterien rein und hat natürlich einen Timer. Dann haben wir unsere Drahtkörbe, die wir eigentlich auch ganz gern machen. Die haben wir die letzten Jahre auch schon immer gemacht und die haben wir bewachst und dann auch wieder mit Blüten befüllt, mit Kugeln. Eine Lichterkette und dann nochmal ein ganz schönes Windlicht reingestellt, ist natürlich jetzt auch eine ganz tolle Sache. Und da haben wir jetzt eben dieses Petrolgrün und das Moosgrün miteinander verbunden und das Grau. Und ich wollte jetzt auch nochmal ein bisschen so einen Eyecatcher reinmachen und ja, das sind jetzt diese Mäuse, die ganz lieb ausschauen oder auch diese Fahrräder. Also ein bisschen so diese Nostalgie nochmal einbringen. Man kann sich das jetzt einmal wegdenken, dann ist das so eine klare, kühle Richtung. Und wenn man eben dann nochmal ein paar so Teile eben mit reinmacht, dann gibt es einfach nochmal ein bisschen so eine nostalgische Stimmung. Und ich finde das gerade so der Farbe auch ganz schön zum Dekorieren. Dann haben wir hier diese rosa Bordeaux-Ecke. Also wir haben wirklich versucht in allen Farben, weil es einfach so ist, jeder hat eine andere Wohnung und bei jedem passt es irgendwie anders. Da haben wir jetzt ganz viel das Gold gleich einmal mit reingearbeitet. Da haben wir natürlich ganz tolle goldene Zapfen, die man jetzt auch wirklich schön dekorieren kann in verschiedenen Größen. Die haben wir heute erst noch mal gekriegt. Und dann auch wie das Gefäß jetzt da. Da haben wir jetzt auch die Amaryllis reingearbeitet. Das schaut jetzt dann ganz edel aus mit ein bisschen so einem Goldgeäst und Sternen noch mit rein. Da noch ein Baum und eine besondere Kugel. Und schon ist das ein ganz schönes Gesteck. Und so Glasgefäße hat man ja eigentlich ganz viel zum Teil zu Hause. Und da kann man das natürlich auch schön dekorieren. Dann haben wir diese
ja, großen Ringe, die man jetzt auch ganz toll dekorieren kann. Und die ist natürlich jetzt an einer Wand ein ganz tolles Deko-Element ist und man sich da richtig Stimmung mit reinbringen kann. Dann haben wir, das ist jetzt auch noch ein ganz besonderes Teil, das ist also ein geeister oder beschneiter Zweig in dem Rosé, der hat ein Licht drin hat und den haben wir jetzt da in so ein Gefäß, in so eine große Vase mit eingearbeitet, unten ein bisschen grün und nach oben dann eben dieser Baum und das ist jetzt auch, da könnte man sich jetzt dann auch noch vorstellen, dass man dann jetzt da noch ganz, ein paar ganz besondere Kugeln mit reinarbeitet und ja, das ist natürlich also wirklich ein richtiger Hingucker ist. Und das muss ich jetzt auch noch mal herzeigen, das ist auch ganz ein schönes Gesteck. Das ist ein goldener Übertopf. Das ist jetzt auch mit der Amaryllis, die rosafarbenen Blüten. Und da haben wir einen Kranz gemacht mit so Naturmaterialien, Zapfen. Und einfach dann nochmal ein bisschen Zapfen, da ist ein goldenes Blatt dazu gearbeitet. Und dann, also mit einem Birkenstamm, einfach, dass man eine Höhe kriegt mit dem Stern und ja, den Hingucker nach oben macht. Da haben wir jetzt dann unsere Naturrichtung. Das ist jetzt ganz schön mit Moos, ganz, ja, dann trotzdem mit dem Gold nochmal kombiniert und eben jetzt mit diesen flippigen Sternen, die wir haben. Die sind jetzt auch ganz toll. Also da ist jetzt aber auch wieder dieses Zimtbraun und das finde ich jetzt für heuer ganz schön. Also diese Natur mit dem Zimt, so haben wir jetzt dann auch diesen Christbaum geschmückt. Der ist jetzt auch mit diesen Eulen, finde ich ganz schön. Da muss eine Eule in den Christbaum kommen. Dann haben wir ganz tolle Kugeln, jetzt auch mit diesen Natursachen drin. Und die finde ich jetzt auch ganz schön. Da ist jetzt nur ein bisschen Naturschnee. Und es ist wie so eine Schneekugel. Da gibt es jetzt auch Sterne von der Serie. Dann haben wir also große Kugeln, die jetzt dann auch nochmal beleuchtet haben und haben was drin. Ja, dann da haben wir noch ein ganz tolles Windel. Also das, das ist richtig, richtig schön. Da haben wir jetzt so einen silbernen Kranz. Dann haben wir diesen Moos-Ast, habe ich da jetzt noch mitgenommen, habe so schwarze Zapfen drauf gemacht. Und dann das Glas, und das Glas, das schimmert eben so in diesem Grün, Braun, Silber. Und innen leuchtet sie mehr dann so silber. Und das schaut jetzt wirklich ganz toll aus. Und dann auf ein Fell drauf gesteckt. Ja, da haben wir unser Wintergeschirr. Wir haben ja jedes Jahr irgendwie so eine Geschirrserie. Und das ist jetzt einmal so ein, ja, ich finde jetzt so ein Winterwaldgeschirr. Da ist ein Reh, eine Eule, dann haben wir noch einen Igel drauf. Und da gibt es dann jetzt die Tassen und die Müslibecher. Und das ist jetzt eigentlich schon ein schönes Frühstücksgeschirr, das man sich jetzt da nach Hause holen kann. Dann da habe ich jetzt auch noch mal so ein. Ja, wir haben unwahrscheinlich viel Werkstück gemacht. Das ist jetzt also ein Holzbrett mit den silbernen Teller drauf für die Kerzen. Wir haben jetzt da die künstlichen, also es sind Wachskerzen, die aber jetzt mit Batterie betrieben sind, drauf gemacht. Man kann das jetzt natürlich mit echte, aber ich finde die künstlichen Kerzen jetzt auch wunderschön. Da ist jetzt also eine silberne Amaryllis drin. Ein paar Hirsche, ein bisschen Eukalyptus, ein bisschen Grün, Moos und fertig ist der Adventplatz. Ja, dann, es gibt natürlich auch Bäume, sind natürlich ja, extrem ein Thema und die sind jetzt ein bisschen flippige, die jetzt wiederum zu diesen Sternen passen, die wir haben
Und die gibt es jetzt so in dem strohigen, dann gibt es so in dem wolligen. Das ist jetzt auch nochmal so, ja, so ein bisschen was Strohiges. Und genau, und da habe ich jetzt nochmal diese Vase, die ich auch schon mal in einem Video gezeigt habe. Ich glaube, das war Ostervideo. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war so um die Osterzeit. Und das habe ich jetzt so gemacht. Da habe ich Christrosenblüten reingemacht, einen Schnee, den bemoosten Ast, ganz Vogel drauf. Und das schaut doch wirklich lieber aus. Also ich finde das jetzt ganz schön, und wenn man das jetzt nochmal also auf ein Fell stellt und vielleicht nochmal ein schönes Windlicht darin gestellt, dann schaut das ganz gut aus. Und viele haben sich ja die Vasen bestellt. Und das ist jetzt nochmal so eine Anregung, wie man jetzt die nochmal neu dekorieren kann. Ja, dann haben wir nochmal die Bäume in der Natur, ebenso wie die Sterne waren. Aber da habe ich jetzt keine Batterie drin, aber die sind jetzt auch mit Batterie. Und da sind jetzt auch diese Naturprodukte drin, und die gibt es jetzt in verschiedenen Größen. Die sind aber jetzt auch ganz toll zum Dekorieren. Ja, da haben wir nochmal einen Kranz. Der ist jetzt auch noch mal ein bisschen was Besonderes. Das ist jetzt so ein Hortensienkranz mit so gelben Hortensien. Da haben wir jetzt auch dazwischen einfach die schwarzen Zapfen, dann braune Kugeln, einmal einen Pilz noch und eben diese bisschen verrückten Bäume dazu, ein schönes Windlicht. Und unten haben wir dann nochmal einen Lederkranz gemacht, dass das jetzt nochmal Ruhe bringt in den Ganzen. Ist jetzt einmal ein ganz anderer Kranz, aber ich finde den jetzt schon ganz besonders. Ja, dann haben wir natürlich eine Spieluhr, und das finde ich jetzt wirklich schön. Das ist jetzt so, ja, Weihnachten. Ich werde nochmal beleuchten. Und das bringt einfach einmal so die Stimmung ein, so das Kinderherz, das wir alle vielleicht so haben. Erinnert uns vielleicht so an unsere Weihnachtszeit, wie es damals war. Ja, und dann gehen wir in die andere Richtung. Wir, also was, ob ihr das gesehen habt, weiß ich nicht. Wir haben uns da so Rückwände gemacht, und auf der Seite haben wir eben diese braun, weiß, das Zimtige gemacht, und ich bin richtig glücklich mit diesen Rückwänden, weil die einfach richtig Stimmung machen. Und auf der anderen Seite haben wir uns eine weiße Rückwand gemacht, also so eine Winterlandschaft. Und die möchte ich euch jetzt auch noch mal sagen, weil auf der Seite von unserem kleinen Weihnachtszimmer haben wir uns das mit Silber, ein bisschen mit Gold noch mal drin hat, weiß, grün, einfach so dieses edle Weihnachten, aber trotzdem noch mal mit der Natur verbunden. Und da habe ich jetzt gleich einmal so ein ganz großes Gesteck, das jetzt in so einem Keramiktopf ist. Und da haben wir jetzt auch diese Äste dran gemacht, ein paar Kugeln dran gehängt und halt diese Amaryllis nochmal mit eingearbeitet. Und ja, mal so ein Stern, der jetzt so einen schwarzen Rand hat. Einfach so das, also das Schwarze mit dem Silbern und dem Natur kombiniert, finde ich jetzt wirklich ganz, ganz schön und passt jetzt in jede edle Wohnung, aber es ist halt jetzt auch einfach so nochmal, weil es den Naturtouch nochmal hat, das ist einfach nochmal ganz, ja, nochmal mehr Stimmung und harmonischer ist. Dann haben wir hier unseren Kerzensand wieder, den wir jetzt schon einige Jahre haben, und das muss ich euch jetzt trotzdem nochmal sagen, weil der eine oder andere kennt das natürlich noch nicht. Und das ist jetzt so ein Kerzensand, und da gibt es diese Dochte, die schneidet man sich einfach in so kurze Stücke und kann die einfach beliebig in diesen Kerzensand reinstecken. So, dass das von den Teilen, wo man jetzt da dekoriert, ein Stück wickert ist.
Und dann wird der einfach nur so angezündet. Und da brennt jetzt einfach nur dieser Docht runter. Außenrum gibt es dann ein bisschen so einen Wachsrand. Und man kann diese Dochte einfach immer wieder reinstecken und die anzünden. Und das ist jetzt ein ganz stimmungsvolles Bild und total beliebt. Ja, da haben wir jetzt nochmal so einen Eisenkranz, der jetzt ja eigentlich so dieses klare und minimalistische hat. Und wir haben jetzt da einfach einen grünen Kranz untergelegt, einen schwarzen Stern rein, einen Zapfen und jetzt auch nochmal unsere LED-Kerzen. Die mache ich euch jetzt da nochmal an, dann seht ihr, wie stimmungsvoll das ist. Und da haben wir jetzt einfach nochmal so ein langes Gehänge dran gemacht. Wenn man den eben jetzt eben auf einen Ständer, wie wir es mir gemacht haben, jetzt, oder auf so eine große Schale und mit einem Ständer wird's, kann man es halt auch ganz schön drauf dekorieren und man hat dann nochmal ein bisschen eine Deko, die nach unten läuft und macht es jetzt eben auch ganz gut, dass man einfach nicht bloß diesen kompakten Kranz hat. Ja, da haben wir jetzt nochmal ein ganz schönes Teil, das ist ein richtig großes. Das schaut natürlich jetzt auch ganz toll aus, das ist eine Aluschale, aber in diesem dunklen Alu. Und da haben wir jetzt einfach so diese Natursachen, einfach einen richtig schönen großen Ast, also einen schwarzen Papierstern und ein bisschen ein grünes Geäst, ein paar Zapfen, ein paar Kugeln. Und der Hirsch ist so der Hingucker von dem Ganzen, aber macht sich jetzt auch ganz gut. Und das Gleiche gibt es jetzt auch nochmal in der runden Variante. Da haben wir jetzt wieder unser Amaryllis mit eingearbeitet. Einfach einen echten Ast, ein echtes Moos, ein paar Kugeln. Das ist jetzt so ein Papierstern in weiß, so gräulich weiß. Und ja, ein paar Früchte, ein paar Zapfen mit reingelegt. Und ja, fertig ist eigentlich der Kranz. Und das ist jetzt dann nochmal das kleine in länglich. Macht es jetzt natürlich auch super toll. Also ich finde jetzt schon so ein Stern. Es braucht nicht immer wieder so, also ein richtig schönes, großes Teil, das jetzt einfach dann so Ruhe einbringt. Und das ist jetzt wieder der Stern, der jetzt da so das Dominante ist. Ja, da haben wir den Christbaum in weiß gemacht. Mit unseren Vögeln. Wir haben ja immer ganz viele Vögel. Das zeige ich euch dann nochmal, wenn wir das mit den Christbaumkugeln machen, das Video. Weil wir ganz, ja, wir haben schon eine riesen Auswahl an Christbaumkugeln. Und davon unsere Kundschaften einfach von weit her. Und darum ist das für uns schon ein großes Thema. Dann habe ich da nochmal so einen Eisenkranz, also eine Eisenschale. Die jetzt auch ein paar Kugeln rein, ein Zapfen, ein Stern. Und das braune Geäst haben wir da jetzt nochmal reingearbeitet. Und das gibt ein bisschen Fülle. Und dann kann man das einfach dann ganz schön reinarbeiten. Ja, dann das ist jetzt nochmal ein ganz schönes Teil. Da haben wir so einen silbernen Baum. Und die braunen Kugeln, das gibt dem dann Ruhe und die Sterne dazu. Das ist jetzt so der Übergang eben an unsere Wanddeko, wo man jetzt dann sagt, ja, so schaut es dann in Natur aus. Ja, ich könnte euch jetzt noch ganz viel andere Sachen zeigen. Das ist jetzt auch nochmal zum Beispiel ein ganz schönes Teil. Da haben wir so einen Draht nochmal, haben den Draht mit Sprühkleber angesprüht und dann nochmal einen Schnee drauf. Und das ist jetzt auch, das ist ein silberner Amaryllis und ein bisschen Moos, das dann nochmal rausschaut in einem schwarzen Topf und das schaut halt ganz edel aus. Ist einfach ein schönes Geschenk, wenn man jemanden eine Kleinigkeit bringen möchte. Und da haben wir es nochmal mit einer
kaum aufgegangenen Amaryllis. Und wenn zwei so Teile dann nebeneinander stehen, dann gibt es einfach schon ein ganz schönes Arrangement. Vielleicht nochmal ein Windlicht dazu oder ein Hirsch oder ein Engel dazu gestellt. Und fertig ist die Dekoration. Ja, ich habe euch jetzt so einen kleinen Überblick gegeben. Dann könnt ihr euch noch unser Ticket anschauen. Da hängen dieses Jahr die Engel in Hülle und Fülle dran. Und machen jetzt dann nochmal richtig Stimmung. Wir haben gesagt, heuer kommen die Engel zu uns, weil wir ja dahinter stehen. Und ihr steht davor. Und ja, ich darf mich freuen, wenn ihr mich besuchen dürft im Lohn. Wir sind vorbereitet, wir haben uns ganz viel Mühe gemacht. Ihr könnt euch ganz viele Anregungen holen bei uns. Und wir sind immer für euch da. Wir können euch gern eure Gefäße befüllen. Ihr dürft mit euren Sachen kommen. Wir machen euch die Sachen. Oder ihr findet euch im Laden ein schönes Teil und nehmt es euch mit heim. Also, ich darf mich freuen über Daumen hoch, ich darf mich freuen über einen schönen Kommentar, über Abo von unserem Kanal und natürlich über einen Besuch bei uns im Laden. Ortenburg ist eine Reise wert. Besucht uns, schaut euch unsere Weihnachtsausstellung an. Wir sind jetzt dann samstags immer bis um 4 Uhr da. Und also täglich von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 16 Uhr. Und am 21. November haben wir einen verkaufsoffenen Sonntag. Das haben wir von 10 bis 16 Uhr da. Aber das ist schon wieder Zukunft. Und da hören wir uns sicherlich nochmal in der Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Also, pfiat euch und eine schöne Zeit wünsche ich euch. Pfiat euch.